Hier ist für euch Oliver Polak! Hallo, hey, wunderschönen guten Abend, hey, hallo, wer bist du? Holger, ja, ich bin gerade erst gekommen, keine Ahnung. Du warst hier schon im Gespräch vorher, oder was? Ja, scheint ein netter Typ zu sein. Ja, hallo Kinder, hallo, hey, warte ich. Wie alt bist du? Ah, zu alt für mich. Ja, hast du schon mal Bier getrunken? Nee? Kannst du heute Abend auch hier? Asian people hier heute Abend, Asiaten hier heute Abend? Nein, ich liebe es immer, wenn Asiaten hier in der Show sind, weil es so cool für mich so, die mal so in echt zu sehen, weil wenn ich sie sonst sehe, ist alles immer so verpixelt. Und Starbucks, ich liebe deutsche Kaffeehauskultur. Ey, welche Missgeburt hat dieses Loch erfunden? Wahnsinn, oder? Wer war es? Es kommt nichts raus! Es ist so, du trinkst so und du hast Durst und dann so. Das ist falsch. Ist auch, wenn ich Katzen sehe, wenn sie trinken, ist auch so, kommt nichts ins Maul rein. Ne? So. Ich habe immer Angst, dass die Katzen verdursten, wirklich. Alter, stell dir vor, du hast Durst. Ich denke immer, ich muss den Katzen helfen. Ich drück sie mit dem Kopf immer so einen Napf rein. Aber komm, Katzen kann man nicht vertrauen, oder? Was? Hast du schon mal einen Blinden mit der Katze gesehen? Meine Abneigung Katzen gegenüber geht so weit, dass ich bei Frauen das Geschlechtsteil nicht Muschi, sondern Hasso nenne. Das ist, Sag mal, Holger, hast du einen Silberblick? Einfach, okay, weil ich hatte letztens was mit einer Frau, die hat geschielt. Und das ist, ich weiß nicht, ob man das kennt, das ist wirklich irritierend, wenn du mit jemandem Sex hast und der guckt die ganze Zeit woanders hin. Das ist auch unhöflich, ne? Ich war irritiert. Irgendwann dachte ich auch, wir sind zu dritt. Dann angefangen mit dem Typen zu quatschen. Ist so, na und, willst du ihr erst ins Gesicht oder soll ich? Nicht, dass sie nachher gar nichts mehr sieht, ja. Aber komm, weil Kinder hier sind, ich habe was für euch mitgebracht. Zumal auch was für euch, nicht immer diese schlimmen Themen, Sex, Gewalt, das ist falsch. Onanieren, wenn Tiere im Raum sind. Man kennt das, ne? Du auch. Das ist wirklich so. Du baust deinen Laptop auf, bist horny, ja? Das Kleenex sitzt so nackt vor dem Ding, guckst du nach rechts, scheiße, Hund ist noch im Raum. Wie reagiert man? Manchmal denkt man so, oh, er guckt in eine andere Richtung, kommt sie durch, aber manchmal steht er ja so vor einem, so, als ob er dir so sagen will, geil, 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 geil. Oder er denkt, du willst so Stöckchen werfen. Ganz andere Situation ist es, wenn eine Katze im Raum ist, ja? Du bist horny, sitzt vor deinem Laptop, ready to shoot off, guckst du nach rechts im Sofa, sitzt die Katze auf dem Sofa und guckt dich so psycho an. Als ob sie dir so herablassend so sagen will, du kaputtes, krankes, widerliches Schwein. Ich fühle mich dann schlecht. Ich kann dann auch nicht mehr weitermachen. Ich gehe dann nach nebenan in die Küche, mach da dann fertig. Also in ihr Milchschildchen. Und ja, wenn sie dann später in die Küche kommt, aus dem Milchschildchen trinkt, denke ich mir, du kaputtes, krankes, widerliches Schwein. Ich habe vor ein paar Wochen Wetten, dass geguckt, ne? Da wurde ich auch richtig sad, traurig, depressiv, habe ich noch gekifft, dann wurde ich horny. Und dann habe ich irgendwann wirklich drüber nachgedacht, dass ich Cindy aus Marzahn vergewaltigen muss. Come on, wie kaputt muss man sein, oder? Wobei das Gute an so einer Vergewaltigung bei ist ja, wenn sie dich anzeigt, niemand wird dir glauben. Wie muss man sich so ein Gespräch auf der Polizeiwache vorstellen? Frau Marzahn, das soll ja eine Anzeige werden, kein Wunschzettel, ja? Was so die Religion hier vorne bei dir, kleines Mädchen? Katholisch finde ich am besten. Predigen immer so Enthaltsamkeit, Zucht, Ordnung, während jeder zweite Messdiener aber ein bisschen verkniffen guckt und die Taufkerze fehlt.
Übrigens, Homosexualität und Pädophilie ist nicht dasselbe, ne? Von dem einen kriegst du AIDS, von dem anderen nur die Windpocken. Das ist, ist schon egoistisch von mir, dass ich die ganze Zeit auf das kleine Mädchen so gehe, ne? Ich wäre auch gern weniger egoistisch, aber was hätte ich davon? Man muss nur wissen, ne, dass Gott wichtig ist. Religion ist scheißegal, ne? Er macht ja den Regenbogen, die Sonne, das Lächeln des kleinen Mädchens, aber auch die schlimmen Sachen, ne? Wie Krieg, AIDS, Berlin Tag und Nacht. Und mein Albtraum ist ja, dass ich sterbe und feststelle, dass meine Religion falsch war und eine andere recht hatte, ne? Zum Beispiel der Islam. Wie wäre das? Dann sterbe ich, wache wieder auf in der islamischen Hölle und muss den ganzen Tag zugucken, wie Bin Laden, Gaddafi und Mohammed Atta ihre 72 Jungfrauen niederpimmeln. Oh. Das will ich nicht sehen, das ist falsch. Allein diese behaarten Rücken, ey. Oh. Aber so sehen die halt aus, ne? Und die Männer übrigens auch. Schönen Abend noch, das war's von mir. Ciao.